Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Inside LMAB. Heute dreht sich alles ums Thema Dropshot-Angeln an meinem Hausgewässer, dem Mittellandkanal. Ihr begleitet mich, worauf man achten muss und was wichtig ist, zeige ich euch in dieser Folge. Viel Spaß beim Zusehen. Eigentlich ist das alles, was man machen muss. Ab und zu, so alle 30 bis 50 Meter, mache ich eine Pause, mache die Schnur gerade, denn jetzt bin ich ein bisschen schräg nach hinten weg. Ich merke aber, wie das Tangsten, und das ist auch wichtig, dass man Tangsten nimmt, wenn man dann den Kontakt zum Boden viel, viel besser spürt, es viel härter ist. Aber ab und zu, gerade an solchen Strukturen, wenn jetzt hier so überhängende Büsche sind, wenn ich am Grund bin, richte ich die Schnur einfach auf und lasse den Köder ein bisschen stehen. Mache auch ruhig eine Pause von so 10 bis 15 Sekunden. Ein, zwei Mal in die Spitze so zittern, weil die Zander häufig hinterher schwimmen, gerade wenn die skeptisch sind, weil die sehen natürlich einige Gummiköder hier. Und dann so nach 20 Sekunden, wenn dann nichts passiert ist, dann gehe ich weiter. Aber es ist echt häufig so, dass die Zander die Köder verfolgen und erst im richtigen Moment, also für den Zander dann im richtigen Moment zuschlagen. Und ab und zu diese Pausen, wenn man dann den Köder stehen lässt, dann kann der Zander den fixieren. Er sieht, okay, der Köder schwimmt nicht mehr oder der Fisch, der Beutefisch schwimmt nicht mehr. Und dann ist es echt nicht selten so, dass dann der Biss erfolgt. Jede Regel hat natürlich auch eine Ausnahme. Und beim Kanal ist die Ausnahme der Regel, also die Regel lautet Strecke machen, aber die Ausnahme ist, auch mal interessante Spots ein bisschen auszuwerfen und auszuangeln. Interessante Spots sind natürlich immer Unterbrechungen, entweder in der Struktur oder in den Lichtverhältnissen. Das kann bei starker Sonneneinstrahlung natürlich die Brücke sein, aber auch bei trüberem Wetter sind Brücken immer interessant, weil da einfach es noch viel, viel dunkler ist. Und deswegen laufe ich jetzt einmal hier die Strecke trotzdem ab an der Spundwand und dann komme ich aber zurück in die Brückenmitte. Das hier ist eine recht breite Brücke und mache ein, zwei Würfe so in die Mitte rein, ein bisschen schräg links, ein bisschen schräg rechts und dann gehen wir weiter. Also gar nicht viel Zeit verlieren, wenn da ein Fisch ist, der beißen will, der beißt. Okidoki, Seitenwechsel wie beim Fußball. Ein bisschen Nostalgie kommt hoch. Als ich ein Jugendlicher war, war ich hier sehr oft fischen. Das war immer der erste Punkt, wo ich anfing zu angeln. Und ich bin immer auch aus dieser Straße da gekommen. Mit dem Fahrrad hier runtergefahren, da wo wir jetzt runtergehen und dann hier unten angefangen zu angeln. Sehr, sehr viele Fische gefangen. Hier. Lange her. Diese Brücke bietet sich hervorragend an, um euch mal zu zeigen, wie das da unter Wasser ungefähr aussieht. Wir haben am Kanal häufig begradigte Ufer, das heißt Spundwände. Und ihr müsst euch diese Wand hier als Spundwand vorstellen und hier unten das als Grund. Im Durchschnitt haben wir hier 3,5 Meter von der Uferkante Spundwand runter bis zum Grund. Und ich angel bewusst nicht ganz, ganz nah an der Spundwand. Denn unten im Fuß dieser Spundwand ist es vielleicht kurz nach dem Bau des Kanals oder des Streckenabschnitts so, dass da unten eine richtig klare, eindeutige, rechtwinklige Kante ist. Das ist aber jetzt nach vielen, vielen Jahren, wo es diesen Kanal mittlerweile gibt, nicht mehr der Fall. Diese Ecke hier unten ist nämlich nicht mehr 90 Grad, sondern die ist ganz, ganz stark abgerundet durch Muschelbewuchs. Mit einem Gummifisch oder mit Ködern, die man so hinterher schleifen kann, die ruhig und langsam arbeiten, möchte ich gerne hinter diesem Fuß, also hinter dieser Rundung in diesem Spundwandknick, in diesem Grund zu Spundwandknick angeln. Und das mache ich dann eben dadurch, dass ich eine etwas längere Route, in diesem Fall 2,30 Meter, also nicht so eine Vertikalroute in 2 Meter, sondern 2,30 Meter angeln und die wirklich auch kerzengerade nach draußen strecke. Und da sind auch meistens die Fische. Also die Fische sind nicht immer ganz, ganz nah an der Spundwand, sondern eben 1,5 bis 2 Meter weiter weg. Fisch.
funktioniert. Oh, richtig toller Zander. Voll reingerappelt. Guckt euch mal den geilen Fisch an. Ich lege den mal hier ins Gras. Richtig toller Fisch. Voll reingesammelt. Aber trotzdem hängt der richtig toll und richtig sauber hier ganz, ganz vorne drin. Weil die saugen den richtig ein und haben dann aber nur diesen Einzelhaken, der auf jeden Fall, wenn er scharf genug ist, vorne richtig geil greift. Richtig geiler Zander. Hier nochmal zur Montage. Hier unten das Tanksten und etwa 50 cm, 60 cm darüber dann einfach hier der 12 cm Köfi Bleakshad am Einzelhaken. Und zwar nicht ganz Nosehook, also schon Nosehook, aber ich steche den hier so ein bisschen ein, dass der auf dem Schenkel liegt und hier oben einfach dann die Spitze weit genug raussteht. Wenn man den dann hinterher zieht, dann steht der Fisch auf jeden Fall immer recht gerade und der Zander, dadurch, dass das ja recht schwerelos ist und die Rutenspitze toll mitarbeitet, der Zander saugt den praktisch von der Seite, ich versuche euch das mal so zu zeigen, saugt den von der Seite an, also meistens ja am Kopfende, deswegen reicht auch der Nosehook häufig, saugt den von der Seite an, faltet den rein und hängt meistens wirklich ganz, ganz vorne in der Maulöffnung. Hier oben oder hier in der Seite. Und das ist total geil beim Dropshot-Angeln. Gerade wenn man wirklich die Fische da, wo man sie releasen darf, auch releasen möchte. Und super, super happy. Richtig geiler Fisch. Das für den Mittellandkanal. Also der hatte gute 50, Mitte 50 oder sowas. Ganz, ganz toller Fisch. Und wir gehen weiter und gucken, dass wir vielleicht noch einen kriegen. Denn zwei dürfen. Fisch. Ah, oh, ausgestiegen. Ein weiterer Tipp, den ich euch geben möchte, ist, euch zu zeigen, in welchen Tiefen ihr ungefähr mit dem Köder unterwegs seid. Würdet ihr ganz gerade vertikal unter euch fischen, dann seid ihr auch circa diese 50 cm über Grund. Das Blei berührt den Grund und ihr seid dann circa diese 50 cm, da wo der Haken angeknotet ist, über Grund. Bewegen wir den Köder etwas weiter hinter uns, dann verändert sich natürlich auch der Abstand zu unserem Köder selbst. Je weiter wir mit der Rutenspitze vom Blei weg sind, also wenn sich dieser Winkel verändert, dann seht ihr auch, dann verändert sich natürlich auch die Lauftiefe zum Grund. Trotzdem, und das wird so ungefähr der Winkel sein, wenn wir so 3 bis 3,5 Meter hinter unserer Rutenspitze unterwegs sind, und dann seht ihr, dass wir trotzdem so circa 30 cm über Grund sind. Und das ist hervorragend, denn die Fische sind ganz, ganz häufig ganz platt am Grund. Die liegen dort, bewegen sich nicht viel, außer wenn mal ein Schiff kommt und der Sog zu stark ist, dann lassen sie sich ein bisschen fallen, aber kommen dann recht schnell wieder zurück in ihre Senken oder in ihre Standplätze. Aber das ist natürlich extrem wichtig, dass wir nah am Fisch sind. Also das als kleiner Tipp nebenbei. Und jetzt laufen wir noch eine Strecke, hoffen, dass wir noch den einen oder anderen Kontakt bekommen, vielleicht sogar noch einen Fisch vor die Linse zaubern mit unserem Cone Green. Und weiter geht's. Eigentlich ist das Wetter ja gar nicht so schlecht. Also dann sind nicht so viele Angler unterwegs. So wie du, Jesko, schön Wetterangler. Guck mal, gleich Karma. Fisch. Leute, das ging schnell, da ist Nummer 2. Auch hier wieder Chrome Green Bleakshad. Absolut geile Farbe, gerade mit dem UV-aktiven Bauch. Auch hier seht ihr wieder, hängt absolut geil vorne drin. Und Fisch Nummer 2, auch wieder am Nosehook. 7 bis 28 Gramm Musik, perfekte Rute dafür. Ah, der hat auch richtig geil gebissen. Richtig schön. Alles in allem richtig erfolgreicher Tag für mich. 2 Fische und 2 Aussteiger am Mittellandkanal, also eigentlich auf den Heimatstrecken, ist natürlich super geil. Und der eine war auch echt ein toller, strammer Zander. Ich denke so knappe 60. Und das ist für diese Gewässer wirklich ein richtig toller Fisch. Ich mache jetzt hier an der nächsten Brücke noch ein paar Würfe und bin dann raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns wie immer ein Like da. Ein Kommentar wäre super.
Und natürlich den Kanal abonnieren, Inside NMAB, falls ihr es bis jetzt noch nicht getan haben solltet. Glocke an, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Jetzt hatte ich gerade einen Hänger. Aber ich bin raus für dieses Mal und nicht fürs nächste Mal. Bis dann, wir sehen uns.